Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht Vertiefung Teil 2. Jetzt mal wieder nach längerer Pause für Sie hier zu sehen. Für mich leider nicht. So, geht doch. Wir haben zuletzt behandelt die Kapitalaufbringung und insbesondere die Haftung im Gründungsstadion. Und da machen wir jetzt auch weiter, denn wir machen jetzt die Kapitalerhaltung und handlungsbezogene Pflichten. Da die Pause jetzt allerdings schon sehr lange war, habe ich einige Wiederholungsfragen für Sie vorbereitet, die sich auf das beziehen, was wir jetzt vor nunmehr 3 Wochen gemacht haben. Und wir haben angefangen vor 3 Wochen immer noch mit dem Thema Satzungsklauseln und haben uns befasst mit Regelungen zur Streitbeilegung. Das heißt Sachen, die mit Gerichten, Schiedsgerichten und Mediation zu tun haben. Fällt Ihnen dazu was ein, was man da im Gesellschaftsvertrag regeln kann und welche Rolle das spielen kann und ob das sinnvoll oder unsinnig ist? So ganz allgemein. Also, für Alzheimer sind Sie alle noch ein bisschen jung. Ich habe Ihnen dazu auch einen Beitrag online gestellt, erklärt. Kann ich dann zum Beispiel eine Regelung treffen, dass man das über eine Schiedsgerichtsbarkeit muss? Ja. Welche Probleme stellen sich bei einer Schiedsklausel, wenn es um Beschlüsse einer GmbH geht? Was gibt es da für Probleme? Warum ist es nicht ganz so einfach vielleicht, wie wenn Sie einen Kaufvertrag haben und die Parteien streiten sich, ob die Sache gut oder schlecht ist? Man braucht, glaube ich, die Zustimmung aller Gesellschafter, weil wenn das Schiedsgericht ein Urteil fällt, ist das ja ein rechtswirksames Urteil. Und ja. Das ist dann auch an den Gesellschaftern, die können ja nicht mehr rechtlich dagegen vorgehen. Ja, in der Tat. Ein Schiedsverfahren normalerweise braucht die Einwilligung der Parteien, das heißt des Klägers und des Beklagten. Bei einer GmbH ist aber nicht nur der Gesellschafter, der die Anfechtungsklage erhebt oder die Nichtigkeitsfeststellungsklage betroffen, sondern es sind alle Gesellschafter betroffen. Das heißt, auch die Gesellschafter, die gar nicht in dem Verfahren auftauchen, müssen um Zustimmung gebeten werden und die müssen einen Einfluss haben auf die Benennung der Schiedsrichter. Meinen Sie, es gibt solche Klauseln sehr oft in der Praxis. Meinen Sie, es ist Standard, dass man immer alles im Schiedsverfahren regelt? Was ja für das Schiedsverfahren spricht, ist, dass man da, sagen wir mal, kreative Einigungen erzielen kann. Ja. Dass man das in ganz andere Richtung macht und gesellschaftsrechtlich diese Kreativität dann als Gegenspielraum. Mhm. Also Sie sagen, im Schiedsverfahren hat man mehr Spielraum als in der staatlichen Gerichtsbarkeit. In der staatlichen Gerichtsbarkeit ist man halt an den Antrag gebunden und mehr darf man nicht machen. Im Schiedsverfahren könnte man tun lassen, was man will und im Gesellschaftsrecht gäbe es da keinen Raum für. In der Aktiengesellschaft würde ich Ihnen zustimmen. Wie würden Sie in der GmbH denn sagen? Habe ich in der GmbH Spielraum so, unter den Gesellschaftern was auszudealen in Anführungszeichen? Wie ist so eine GmbH strukturiert? Ja. Ja. Und da kann man schon, sagen wir mal, Sachen machen. Da kann man zum Beispiel sagen, ich bin jetzt den Geschäftsführer, da gibt es irgendwelche Sonderleistungen oder ähnliches. Also ich muss jetzt sagen, da gehe ich schon mit. Also, da kann man relativ viel machen. Sagen, ich kriege jedes Mal ein gratis Essen und dann schätze ich den Geschäftsführer. Oder so, ja. Das kann man im Gesellschaftsvertrag regeln. Muss man das im Gesellschaftsvertrag regeln oder kann man sich auch außerhalb des Gesellschaftsvertrags auf bestimmte Sonderbehandlungen einigen? Was meinen Sie, wenn alle einverstanden sind? Muss ich dazu den Notar bemühen, der den Gesellschaftsvertrag ändert? Für Sachen, die nicht zwingend Inhalt des Gesellschaftsvertrags sein müssen, müssen dann auch nicht die Gesellschaftsvertrag also können vertraglich Ja. Sie können auch vertragliche Nebenabreden treffen und diese Nebenabreden sind halt formlos möglich. Das heißt,
Wenn im Schiedsverfahren sich alle Gesellschafter einig sind, dass eine Lösung optimal ist, können sie einfach diese Lösung treffen und sich so einigen. Trotzdem ist es rein praktisch eher selten. Der Grund dafür ist, je mehr Gesellschafter sie haben, desto unhandlicher wird das Schiedsverfahren und desto einfacher wird das Gerichtsverfahren, wo halt ein Richter ist, ein Kläger, nämlich der Gesellschafter, der unzufrieden ist, und ein Beklagter, nämlich die GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer. Das heißt, da hat man ein überschaubares Verfahren mit zwei Beteiligten und was rauskommt, ist halt für alle verbindlich. Beim Schiedsverfahren, wenn Sie 10 Gesellschafter haben und alle 10 sich irgendwie beteiligen wollen, wird das Ganze sehr schwer zu koordinieren. Das Ganze wird schleppend und der arme Schiedsrichter oder die Schiedsrichter, das Tribunal, kann da auch nicht vernünftig agieren. Deshalb bei größeren Gesellschaften eher unüblich, da ein Schiedsverfahren zu machen. Gab es noch andere Möglichkeiten außer Schiedsverfahren, Regelungen zur Streitbeilegung im Konfliktfall zu treffen? Ja. Also man kann natürlich präventive Maßnahmen machen. Aha, nämlich? Man kann sagen, okay, wir haben einen Vorsitzenden, der vertraglich, und der wird jetzt bestimmt nach Alter oder wie auch immer nach anderen Kriterien, wenn man im Zweifelsfall eine Einigung hat, dann auch ein fixes Verfahren, wie man Vorsitzender wird, also das ist immer der Älteste oder Also in der Tat, Sie wollen hier so hinaus auf diese Rolle des Senior-Gesellschafters, der eine Übermachtstellung hat. Ja, das ist eine denkbare Variante. Worauf ich eigentlich eher hinaus wollte, ist Gerichtsstandsklausel. Ist es sinnvoll zu sagen, alle Streitigkeiten zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern werden ausgetragen in Köln? Hat so eine Klausel einen Sinn? Warum macht man sowas? Meine Güte, die müssen reden. Stellen Sie sich vor, das Staatsexamen. Durchgefallen, 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 durchgefallen. Ja, wir haben hier nicht die Schweigeminute für die Kriegsgefallenen, sondern Sie sollen sich hier beteiligen, das ist Ihre Verantwortung, nicht meine. Wenn ich mich selber reden hören will, kann ich mir ein Tonband anhören. Ja. Das ist ja toll, dass ich ja was erzählen kann, aber Sie sollen was lernen und Sie müssen die Klausur auch alleine schreiben. Ja. Aber das war ja vielleicht die Kammern, da haben Sie was mit Freunden können, für mich zum Beispiel, man kennt dann die Leute oder weiß auch, was eine gute Kammer ist. Ja. Möglicherweise sagt man, das sind besonders fähige Richter, möglicherweise ist auch das Gericht besonders schön, da sagen, ja, in Köln da, am OLG, da ist er ganz hübsch, so ein bisschen altmodisch. Welches Problem stellt sich bei Gerichtsstandsklauseln? Rein praktisch. Können Sie beliebig Gerichtsstände vereinbaren? Wenn Sie sowas im Internet kaufen? Die Gesellschaft hat das Problem, dass sie keine Kaufmann hat, sondern ZPO. So ist es. Nach 39 ZPO müssen Sie bei einem Gerichtsstand Kaufmann sein, um ihn wirksam vorab zu vereinbaren. Ansonsten kommen nur rügellose Einlassungen in Betracht oder nachträgliche Gerichtsstandsklauseln. Aber wenn Sie sich unterstritten haben, werden Sie sich auch nicht auf den Gerichtsstand einigen können. Dann wird der eine hier und der andere da klagen wollen und schon hat man Ärger am Hals. Das heißt, in der Praxis können Sie zwar so eine Klausel reinschreiben, sie hat aber kaum eine Bedeutung. Letzte Variante, Mediation. Was ist Mediation? Ja? Ja, was ist der Unterschied zum Schiedsverfahren? Ja? Schiedsverfahren kann ich am Ende ein Ergebnis vorgesetzt. Ja? Mediation kann ich auch sagen, will ich nicht. Ja? Ja? Erst bei der Mediation darf der Mediator auch keine Vorschläge machen. Ja. Bei der Mediation leitet der Mediator nur das Gespräch und versucht, die Interessenlagen klarzustellen und einen Einklang herbeizuführen. Beim Schiedsverfahren ist der Schiedsrichter dann doch wieder Richter und am Ende kommt ein Schiedsspruch raus, der vollstreckbar ist. Bei der Mediation kommt ein vollstreckbarer Vergleich raus, aber nur, wenn die Leute sich auch wirklich einigen. Ja, Mediation, gleiche Voraussetzungen wie für Schiedsverfahren. Es müssen alle einverstanden sein und alle mitwirken. So,
Nennen Sie ein Beispiel oder nennen Sie zwei Beispiele für Regelungen, die man im Gesellschaftsvertrag treffen kann zum Schutz von Minderheiten. Minderheiten, wie kann man die schützen und wovor muss man die überhaupt schützen? Sie kaufen 3,2% an einer GmbH und jetzt? Worauf sollten Sie achten? Was sollte im Vertrag drinstehen? Wovor hätten Sie Angst oder wovor nicht? Sie kaufen 10%, Sie kaufen 20%, Sie kaufen 48%. Ja? Jetzt können ja alle Beschlüsse der Gesellschaftsversammlung per einfacher Mehrheit bestimmt werden. Das heißt, ich bin ja niemals weit davon weg, wirklich noch mitzusprechen. Deswegen würde ich vielleicht darauf achten, dass ich vielleicht ein Vetorecht ausüben kann. Ja. Ja, in der Tat, wenn Sie ein Vetorecht haben, warum wird im Zweifel als Vetorecht etwas schwer durchzusetzen sein? Wenn Sie sagen, ich will ein Vetorecht, ja? In der Tat, stellen Sie sich vor, Sie haben eine GmbH mit einem Stammkapital von 1 Million. Der eine Gesellschafter hält 99%, das heißt, er hat 990.000 aufgebracht und Sie haben gerade mal 10.000 aufgebracht. Und haben sich ein Vetorecht bei allen Entscheidungen vorbehalten, dann kann der eine mit seinen 990.000 im Grunde nichts beeinflussen, weil er ohne Sie keine Entscheidung treffen kann. Also Vetorecht ist schwierig. Einstimmigkeit bei wichtigen Entscheidungen ist durchaus machbar. Welche konkreten Bedenken hätten Sie denn? Wovor hätten Sie denn Angst, wenn Sie sozusagen nur mit 1% beteiligt sind? Was kann man Ihnen denn tun im schlimmsten Fall? Was kann die Mehrheit Ihnen antun, bevor Sie sich schützen müssten? Wenn es nichts gibt, dann müssen wir nichts tun. Wenn das Gesetz Sie perfekt schützt, kann Ihnen ja nichts passieren. Ja? Also eigentlich können ja fast alle Satzungsänderungen mit Dreiviertelmehrheit beschließen. Ja. Und vielleicht könnte dann zum Beispiel irgendwie der Unternehmensgegenstand oder sowas so geändert werden, dass ich als Minderheitengesellschafter nicht mehr damit einverstanden bin. Ja, in der Tat. Man kann den Unternehmensgegenstand ändern. Gut, wenn der weit genug gefasst ist, können Sie ohnehin machen, was Sie wollen. Also wenn da steht, wir machen Tierhaltung, kann er sagen, okay, wir machen jetzt Massentierhaltung oder Biotierhaltung, das wäre alles von dem Begriff erfasst. Also da kämen Sie relativ schnell in Bereiche, wo man sagt, ach, es passt eh alles drunter. Wir stellen Chemikalien her, dann sagt der eine, okay, Giftgas und der andere sagt Medikamente. Also da kommen ganz schnell Konflikte. Also an einem Unternehmensgegenstand wahrscheinlich schon, aber ja, dazu müssen Sie wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt drangehen. Das werden Sie im Normalfall gar nicht brauchen. Das ist halt immer Ihr Risiko, wenn Sie Minderheitsgesellschaft oder eine Aktiengesellschaft sind, können Sie auch nicht verhindern, dass der Vorstand irgendwas macht, weil die Gegenstände halt sehr weit gefasst sind, üblicherweise. Außer es ist wirklich ganz konkret gefasst, wir betreiben einen Biobauernhof in Weeze. Dann ist das halt so. Aber wenn der halt weit gefasst ist, klappt da alles Mögliche. Ja? Die können eine Kapitalerhöhung beschließen, ja. Und was passiert dann? Ist das so? Ja. Was passiert bei einer Kapitalerhöhung? Müssten Sie dann Geld nachschießen? Nur wenn Sie eine Nachschusspflicht vereinbart haben. Nur wenn Sie eine Nachschusspflicht vereinbart haben. Also die Kapitalerhöhung, was passiert denn dann? Sagen wir mal, die erhöhen das Kapital von 1 Million auf 10 Millionen. Welche Folge hat das? Wo kommen denn jetzt die 9 Millionen her, um die das Kapital erhöht haben? Müssen Sie die bezahlen? Nein, wir haben keine Nachschusspflicht. Aber woher kommt das Geld denn dann? Also der 90% Gesellschafter beschließt mit seiner Mehrheit eine Kapitalerhöhung auch von 1 Million auf 10 Millionen. Und dann? Ja, entweder er übernimmt selber die neuen Geschäftsanteile, die ja. Oder halt Dritte, die Gesellschaft dann einbringen. So ist es.
Also entweder er selber übernimmt komplett die Anteile oder Sie übernehmen da einen Teil oder beliebige Dritte. Es muss sich also jemand Freiwilliges finden, der 9 Millionen einzahlt. Wenn sich keiner findet, darf das Kapital auch nicht erhöhen. Aber Sie selber sind davon nicht betroffen. Also nur wenn Sie freiwillig sagen, ich will mich beteiligen an der Kapitalerhöhung. Aber was passiert, wenn Sie sich nicht beteiligen? Ja? Ja, Ihre Beteiligungsquote sinkt. Und warum macht Ihnen das dann Sorgen? Weil Ihre Stimmquote auch sinkt. Aber wenn Sie eh nur 10% haben oder 1% haben, haben Sie besondere Rechte mit 10%? Besondere nicht, weil man mehr als 5, also zumindest eine höhere Stimme hat. Ja. Der Anteil an der Gewinnausschüttung vermindert sich auch, quotal. Das wird Ihnen eher wehtun, ob Sie sozusagen ein Zehntel des Gewinns kriegen, den Sie bisher ausgeschüttet kriegen, wenn der Gewinn gleich bleibt. Aber Ihr Stimmrecht ist Ihnen weitgehend egal, weil mit 1% können Sie genauso wenig machen wie mit 10. Sie können weder eine Satzungsänderung verhindern noch sonst was. Man kann Ihnen nur keine Sonderrechte nehmen, aber das kann man auch mit 0,001% nicht. Aber in der Tat, der Gewinnanteil sinkt bei der Kapitalerhöhung. Und möglicherweise sinkt auch der Verkaufswert, den Sie für Ihre Anteile erzielen können, wenn Sie jemanden finden, der die von Ihnen erwerben will. Weil eine höhere Beteiligung mit mehr Einfluss ist im Zweifel mehr wert als eine geringe Beteiligung. Also eine Kapitalerhöhung kann Ihnen schon eher wehtun als eine Änderung des Unternehmensgegenstandes. Aber was gibt es denn noch? Ja? Ja? Ja, in der Tat, es kann Ihnen ein Geschäftsführer vorgesetzt werden, der parteiisch ist. Jetzt sagen Sie, warum ist Ihnen das denn nicht egal? So, es könnte ja sein, dass wir auf einer anderen GmbH zum Beispiel irgendwie mit drin hängt. Ja. Und dass die dann ihre Gewinne über dieses andere Unternehmen zusammenkalkulieren. Aber wenn ich der Einzige bin, der nicht mit dem Gesetz, nützt mir das nichts. Ja, in der Tat, es ist denkbar, dass es zwei GmbHs gibt. Die eine GmbH macht Gewinne und die andere macht Verluste. Wenn Sie jetzt an der Gewinn GmbH beteiligt sind, dann freuen Sie sich auf den ersten Blick, weil Sie sagen, ja, ich kriege hier jeden Monat Geld ausgezahlt oder einmal im Jahr. Wenn jetzt aber der 99% Gesellschafter auch an der Verlust GmbH beteiligt ist, liegt es für den wirtschaftlich recht nahe, die Verluste in der einen Gesellschaft durch Gewinne aus der anderen auszugleichen. Das kann er recht einfach legal tun, indem er die Gewinn GmbH irgendwas mieten oder pachten lässt von der Verlust GmbH. Dadurch kriegt die Verlust GmbH Geld von der Gewinn GmbH, die Miete, die Pacht für die Lizenzen oder irgendwas. Und dadurch wird der Verlust in der anderen Gesellschaft ausgeglichen. Dadurch haben Sie aber weniger Gewinn, der verteilt werden kann. Dem ist das egal, weil ob er das Geld aus der rechten oder aus der linken Gesellschaft kriegt, kümmert ihn nicht. Er will also nur insgesamt irgendwie an sein Geld kommen. Das heißt, er hat Interesse daran, das Geld so lange zu verschieben, wie es geht. Frage, was hält denn die großen Gesellschaften davon ab, das immer so zu machen? Die können ja auch sagen, ich miete dann mein altes Auto von, also die GmbH mietet mein altes Auto und die GmbH bezahlt mein Abendessen und alles Geschäftsreise und alles ist unternehmensbezogen. Warum machen die das nicht? Wer hält die davon ab? Ja. Das heißt, es ist dafür ganz kritisch, dass ich eine Minderheitsgesellschaft überhaupt finde, weil sonst kann ich das ja alleine machen. Den habe ich ja gefunden, der hat sich ja freiwillig bereit erklärt. Ja, aber ich kriege dann ja irgendwann keine Mehrheit. Brauche ich ja nicht, ich habe ja einen. Achso, jetzt nochmal der eine Situation. Ja, ja, also. So langfristig alles machen. Also, Sie haben einen gefunden und mit dem machen Sie dann Schabernack. So machen Sie das. Warum? Warum dürfen Sie das nicht und wer hält Sie davon ab, sozusagen das Geld einfach mal so frei aus der GmbH rauszunehmen und in die eigene Tasche oder in die Tasche ihrer anderen Gesellschaften zu verschieben? In der AG gibt es relativ einfache Möglichkeiten, aber in der GmbH. Ja, die gesellschaftsvertragliche Treuepflicht. Gut, jetzt sagen Sie, Treuepflicht ist doch toll, wofür brauchen wir dann hier, wie heißt die Frage, Regelungen zum Schutz von Minderheiten im Gesellschaftsvertrag, wenn wir doch die gesellschaftsvertragliche Treuepflicht haben, die immer passt? Ja, man könnte ja zum Beispiel die Treue konkretisieren und Maßnahmen dafür aufstellen,
Da liegt das Problem. Wenn Sie keine Regelung im Gesellschaftsvertrag haben, müssen Sie vors Gericht ziehen und der Richter muss es beurteilen. Dann sagt die erste Instanz, du hast recht. Dann wird dagegen Berufung eingelegt. Dann sagt die zweite Instanz, ach nee, doch nicht, der andere hat recht. Dann wird Revision eingelegt und dann sagt der BGH, ja, beide Unis wird zurückverwiesen zum OLG. Und das Spielchen wiederholen Sie 5, 6, 7, 8 Mal. Und nach 10 Jahren wissen Sie dann, ob er das Geld kriegen durfte oder nicht. Bis dahin sind Sie alt und vergraust und wissen nicht mehr, was hier rauskommt. Sie sehen also, so Regelungen sind gar nicht schlecht. So, jetzt bringt es aber die Frage, welche Regelung hätten Sie denn gern? Also eine Regelung, die sagt, der Gesellschaft, der Unternehmensgegenstand kann nur einstimmig geändert werden, können Sie reinfügen. Eine Änderung, Kapitalerhöhungen bedürfen auch der Einstimmigkeit, können Sie auch einfügen. Aber die Frage ist, ist das wirklich alles, um das es Ihnen geht? Also so Grundsatzmaßnahmen nur mit Ihrer Stimme oder nur einstimmig mit allen Gesellschaftern. Ja. Wenn eine Mehrheitsgesellschaft, bei der ich gerade habe, sehr gut auskomme und ich will, dass der jetzt die Mehrheit dann irgendwie ein Drittes veräußert, mit dem ich überhaupt nicht mehr verstehe. Ja, Sie können eine Change of Control-Klausel sagen, die sagt, wenn der herrschende Gesellschafter wechselt, dann passiert was? Also zum Beispiel ein Anliegensrecht oder so, also dass er mir zuerst seine Anteile anbieten muss, bevor er sich dann die Drittes veräußert. Ja, ein Anbieterungsrecht, dass er Ihnen seine Anteile vorrangig anbieten muss, bevor die einem Dritten verkauft. Was gibt es noch für eine andere Variante? Oder dass ich eine Verkaufsoption habe, also dass, wenn er verkauft, meine Anteile mitverkaufen muss. Ja, die zweite Variante ist, dass Sie eine Verkaufsoption einbauen, entweder Sie Ihr Paket mit seinem verbinden oder dass Sie es an ihn verkaufen können müssen zu einem bestimmten Preis, der nach bestimmten Kriterien ermittelt wird. Das heißt, dass Sie die Möglichkeit haben, rauszukommen oder dass Sie die Möglichkeit haben, alles zu erwerben. Gibt es noch andere Regelungen, die Sie gerne hätten, außer einer Change-of-Control-Klausel? Also der Austausch des herrschenden Gesellschafters gegen einen anderen. Was können Sie noch so machen? Um zu verhindern, dass Ihnen irgendwelche schlimmen Dinge passieren. Ja. Ja. Das scheint mir eine recht schlaue Maßnahme zu sein, dass Sie sagen, ich habe garantiert einen Geschäftsführerposten, das heißt, an Ihnen kommt kein Weg vorbei. Gibt es vielleicht auch ein Minus dazu, gegenüber dem, dass Sie sich selber zum Geschäftsführer machen? Wenn das mehrere Minderheitsgesellschaften gibt und jeder wird zum Geschäftsführer, hat man dann vielleicht auch wieder so viele, dass jeder in eine andere Richtung zieht und das dann wieder nicht wirksam funktioniert. Ja? Man könnte vielleicht eine Art Beirat oder sowas gründen und dann bestimmte Geschäfte der Zustimmung des Beirats unterwerfen, sodass die Geschäftsführer nicht ganz so frei sind. So ist es. Sie können sich weitere Organe schaffen, wo die Minderheitsgesellschaften sich koordinieren und die Tätigkeit überwachen, entweder mit Zustimmungsvorbehalten, dass Sie sagen, der Geschäftsführer darf nichts machen, ohne dass drüber geguckt worden ist, oder zumindest mit umfassenden Berichtspflichten, dass der Vorstand oder der Geschäftsführer hier einmal im Jahr oder einmal im Monat bestimmte Informationen übergeben muss, damit das überprüft werden kann, ob er seine Pflichten richtig erfüllt. Gut, außer Minderheitenschutz haben wir auch gesprochen über Venture Capital. Was habe ich Ihnen dazu erzählt? Weiß auch keiner mehr. Was ist Venture Capital? Wie funktioniert das? Ja? Man hat auf der einen Seite die Leute, die irgendeine Geschäftsidee haben und die umsetzen wollen, aber nicht das Kapital dazu. Mhm. Und auf der anderen Seite die sogenannten Business Angels, die halt damit ihr Geld machen, dass sie irgendwelche
Leuten Geschäftsideen haben, das finanzieren und dann hoffen, dass das später halt eine erfolgreiche Geschäftsidee wird und sie sozusagen ihren Gewinn daraus ziehen. Ja. In der Tat, wir haben Personen, die Geld haben, was sie investieren wollen, und zwar risikoreich investieren wollen, indem sie hinterher von den Beteiligungen profitieren. Und wir haben Unternehmer, die dringend Kapital brauchen. Warum nehmen die nicht einfach ein Darlehen auf? Warum ist Venture Capital erfahrungsgemäß nicht als reines Darlehen konstruiert? Wäre ja denkbar. Ja. Dafür lohnt sich das nicht, weil Leute, die so eine tolle Geschäftsidee haben, die brauchen in der Regel relativ viel Geld und haben relativ wenig Sicherheit. Ja. Ihr Darlehen muss ich ja vor allem am Ende zurückzahlen und das Kapital muss ich ja in dem Sinne nicht zurückzahlen, sondern ich will nur die regulären Gewinnausschüttung. So ist es. Das Problem mit dem Kapital ist, man muss immer ein Ende haben, wo es entweder gekündigt wird oder es befristet. Dann müsste das Geld als solches zurückgezahlt werden, der Kapitalstamm. Das macht hier aber wenig Sinn, weil das ist eine Verdoppelung der Belastung. Einerseits die Zinslast und andererseits der Kapitalstamm. Wenn Sie jetzt die Sicht der Kapitalgeber betrachten, warum ist es denn da sinnvoll, dass Sie sich Gesellschaftsanteile geben lassen? Man könnte ja irgendwas Gemischtes machen. Mezzanines Kapital, wie man so cool sagt heutzutage. Warum sind für die Geschäftsanteile eigentlich meistens sinnvoll? Ja? Weil man bei bestimmten Maßnahmen also mitwirken muss, dadurch, dass man die Geschäftsführung anweisen kann und man vergleicht gerade als Geber auch gesteigerte Auskunftsrechte und Berichtsrechte hat. In der Tat, man hat mehr Informationsrechte und man hat zweitens Einfluss auf die Geschäftsleitung. Gibt es auch eine rein finanzielle, wie soll man sagen, Vorteilssituation? Bringt Ihnen das auch finanziell einen Vorteil? Ja? Ja, in der Tat, Sie können die vernünftigen Zinsen gar nicht kalkulieren, also wollen Sie am Ertrag profitieren oder am gesteigerten Unternehmenswert. Das heißt, Sie haben da eine deutlich höhere Chance, an der Geschäftsidee als solcher zu profitieren, die Sie nicht richtig einschätzen können in Ihrem Wert. So, welche Regelungen schaffen Sie sich denn, um einerseits als Gesellschaft das Bestmögliche aus dem Venture Capital rauszuholen und andererseits als Venture Capitalgeber, wie soll man sagen, mit möglichst geringem Aufwand möglichst hohen Nutzen einzufahren? Was schreiben Sie da in den Gesellschaftsvertrag, damit das für alle Beteiligten optimal rauskommt? Ja, ein wesentlicher Baustein sind diese sogenannten Milestones. Das heißt, Sie schreiben da rein, wenn ich das und das an Umsatz erreiche, wird das Kapital automatisch erhöht um so und so viel Euro. Wie konstruiert man sowas rein rechtlich? Ja, das ist in der Tat eine Variante. Gibt es auch noch eine andere? Ja, über ein genehmigtes Kapital. Also, wir haben im Grundsatz verschiedene Möglichkeiten. Sie können ein genehmigtes Kapital machen, das heißt, der Geschäftsführer darf eine Kapitalerhöhung beschließen. Und es ist vereinbart, dass der Venture Capitalgeber die Anteile übernehmen muss, wenn bestimmte Umstände erreicht sind. Oder Sie machen ein Aufgeld und sagen, der muss auf die bestehenden Geschäftsanteile noch so und so viel Euro nachzahlen, wenn bestimmte Umstände eingetreten sind. Im einen Fall wird das Stammkapital mit erhöht, im anderen Fall bleibt das Stammkapital gleich. Gibt es noch andere Regelungen, die Sie als Venture Capitalgeber vielleicht haben möchten? Ja. Bei Fixen auch noch Anti-Verletzungsklausel, dass wenn wir später Beteiligung neue Investoren dazukommen, dass die eigenen Anteile dann nicht kleiner werden, sondern dass man dann selbst ein Bezugsrecht hat. Ja, ein Bezugsrecht ist regelmäßig der Fall, damit das Paket sozusagen groß genug bleibt, um es lukrativ zu veräußern.
Sie wissen, eine 30% Beteiligung ist mehr wert als eine 2% Beteiligung. Daher will der Venture Capital Geber meistens ein Bezugsrecht haben, um seine Quote zu halten. Ja, was haben wir sonst noch für Regelungen? Möglicherweise Informationspflichten, Berichtspflichten, damit der Venture Capital Geber weiß, was läuft. Gegebenenfalls auch so Sachen wie Aufsichtsräte, damit halt die Organkontrolle erfolgen kann, weil der Venture Capital Geber selber meistens sich nicht persönlich beteiligen will, weil er genug Investitionen hat, um das alles zu streuen. Ja, Interessenausgleich in Familiengesellschaften. Warum brauchen Sie dazu Regelungen? Warum sind Familiengesellschaften so ein Problem? Welche Probleme haben Sie in Familiengesellschaften? Was sind Ihre Ziele? Ja, das eine Problem ist, die Familie ist eng verbunden, das heißt, persönliche Konflikte schlagen ganz schnell durch auf das Sachliche. Das heißt, die Entscheidungsfindung in der Gesellschaft wird behindert dadurch, dass man sich untereinander streitet. Und das gilt es zu verhindern, dass das Unternehmen läuft, auch wenn sich mal Bruder und Schwester oder Onkel und Tante gegenseitig im Streit liegen. Das heißt, sie müssen da Mechanismen schaffen. Was ist das andere Problem bei Familiengesellschaften? Warum sind Familiengesellschaften sozusagen überhaupt Familiengesellschaften? Ja? Sie müssen auf jeden Fall verhindern, dass Dritte an der Familiengesellschaft beteiligt werden. Das heißt, Sie müssen Vinkulierungsklauseln, Vorkaufsrechte oder Ähnliches schaffen. Ja, wie kriegen Sie denn das hin, dass die privaten Streitigkeiten möglichst keine Auswirkungen auf die Gesellschaft haben? Unseren ersten Punkt. Also der Punkt Überfremdung, den kriegen Sie hin mit Vinkulierungsklauseln, Regeln für den Erbfall, Regeln für die Eheschließung, das müssen Sie alles regeln, das ist also Familienrecht. Aber wie kriegen Sie den Punkt Streit in der Familie aus dem Gesellschaftsvertrag raus? Stellen Sie sich vor, Mama und Papa scheiden sich und die eine Hälfte der Familie hält zu Mama und die andere Hälfte der Familie hält zu Papa. Und schon können die keinen Beschluss mehr fällen, weil 50% sind dafür und egal was sie sagen, sind die anderen 50% dagegen. Und schon kriegen sie nie eine Mehrheit. Und schon liegt die Gesellschaft still. Was können Sie tun, um das zu verhindern? Und solche Schicksale gibt es. Sie glauben das nicht, aber es passiert öfter. Ja, in der Tat, die Variante mit dem Seniorgesellschafter. Einer hat das Sagen, die anderen haben gar nichts zu sagen. Das kann man machen. Es gibt auch noch andere Varianten, außer der Diktatur, die sie einführen und sagen, Opa hat das Sagen und egal, was ihr wollt da unten, irgendwann wirst du auch mal Opa sein und dann kannst du entscheiden. Ja, Sie können die Zahl der Konfliktparteien reduzieren durch gemeinsame Vertreter für bestimmte Gruppen. Sie sagen, alle, die Söhne von Adam sind, müssen so abstimmen und alle, die Söhne von Kain sind, müssen so abstimmen. Und dann wird halt rausgeguckt, was rauskommt. Ja, und dann wird da abgestimmt und dann kommt irgendwas raus. Andere Möglichkeiten sind natürlich, dass Sie irgendwelche Mediationsverfahren hier wieder einführen, die dann Konflikte versuchen beizulegen. Dann können Sie möglicherweise ein Mehrstimmrecht für jemanden einführen und sagen, die Ältesten haben immer 2 Stimmen, was das Problem vielleicht auch lösen kann. Also es gibt verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie da wieder rauskommen können. Ganz am Ende der letzten Stunde sind wir dann noch ganz kurz gekommen zum Thema Haftung im Gründungsstadium. Warum gibt es im Stadium, bevor die Gesellschaft eingetragen ist, ein Bedürfnis nach besonderen Haftungsregeln? Warum kann man nicht sagen, das GmbH-Recht gilt ab dem Moment, wo ich beim Notar war? Ja?
Gesellschaft als solche, also die GmbH, erst die Eintragung des Handelsregisters steht, also es hat eine konstitutive Wirkung, die Eintragung. Das heißt, vorher sind gewisse Regelungen des GmbH-Gesetzes gar nicht anwendbar. Ja. Jetzt sage ich, was heißt denn dieses als solche dann? Wenn Sie sagen, ja, bestimmte Regeln sind nicht anwendbar, ja, wonach entscheiden Sie das denn? Ja? Also es ist ja anerkannt, dass es die sogenannte Vorgesellschaft gibt, die ab der notariellen Beurkundung des Gesellschaftsvertrags besteht. Und weil es einfach die Notwendigkeit gibt, dass die Gesellschaft schon am Rechtsverkehr teilnimmt, bevor sie eingetragen ist und zum Beispiel auch einfach die Einlagen zu Ja, alle Normen, die nicht die Rechtsfähigkeit voraussetzen, sagen Sie, ja, es ist ja wichtig, dass ich schon vorher Geschäfte machen kann, aber die Normen, die die Rechtsfähigkeit voraussetzen, finden keine Anwendung. Wenn die aber nicht rechtsfähig wäre, dann wäre das ja relativ witzlos. Also welche Normen sind das denn jetzt, die keine Anwendung finden? Also die speziell die Rechtsfähigkeit als juristische Person GmbH voraussetzen. Also weil vorher ist es ja noch keine juristische Person. Aha, also Sie sagen, vor der Eintragung ist es keine juristische Person, also die Norm, die speziell die Rechtsfähigkeit als juristische Person voraussetzen. Welche Normen sind das denn? Das ist übrigens eine Frage, die kann man sogar in der mündlichen Prüfung im echten Examen stellen. Fällt mir dabei ein. Das könnte ich ja Freitag mal machen, gucken. Es sind die Normen unanwendbar, die die Eintragung voraussetzen. Aha, und welche sind das? Haben Sie dafür ein Beispiel? Aha, also in der Tat, Sie sagen, der Haftungsausschluss nach § 13 Absatz 3, der setzt die Eintragung voraus und die Vertretung durch die Geschäftsführung nach § 35 Absatz 1. Ist das so, dass § 35 Absatz 1 Satz 1 ausdrücklich abstellt auf die Eintragung? Es muss ja ein Geschäftsführer eingetragen werden im Handelsregister. Also ist das ja so, dass ja, wer vertritt dann die Vorgesellschaft? Das gilt ja dann 35 analog oder so. Ja, wenn er doch analog gilt, dann gilt er ja doch wieder. Dann ja. Ja, in der Tat, was würden Sie denn sagen, was gilt denn, wenn ein Unternehmen als Sacheinlage eingebracht worden ist? Sagen wir, es gibt A, A betreibt bisher einen Kiosk hier in Bonn und es soll eine GmbH mit B gegründet werden. Und A bringt sein Unternehmen als Sacheinlage ein. Ja? Ja, dann besteht ja die Notwendigkeit, dass der Geschäftsführer dieses Unternehmen bis zur Eintragung weiterhin betreibt. Ansonsten würde es ja einen Wert verlieren. Ja. 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 Gut. Muss der Geschäftsführer darauf achten, dass das Stammkapital komplett erhalten bleibt? Muss er es mehren sozusagen? Sagen wir, Sie haben eine Bareinlage erbracht in Höhe von 25.000 Euro in Bar, in Geldschein. Muss er das gewinnbringend anlegen, irgendwie Festgeldkonto oder was? Kann er das Geld nehmen und das in ein Kopfkissen legen? Ich frage ja mal. Das hebe ich jetzt mal so. Was macht der Geschäftsführer denn jetzt? In der Zeit, bis eingetragen ist. Und sagen wir, das Registergericht hat irgendwelche Bedenken gegen ihre Satzung, das dauert dann 2 Monate, weil die ihre Satzung für dubios halten. Und in diesen 2 Monaten, was muss denn der Geschäftsführer jetzt machen? Warten? Mehr als warten? Weniger als warten? Sie haben 25.000 Euro in bar dem Geschäftsführer in die Hand gedrückt. 2 Monate dauert es, bis eingetragen ist. Was tut der Geschäftsführer? Mit Ihrem Geld, was Sie ihm schon gegeben haben, was Sie ihm geben mussten. Denn er musste ja bestätigen, dass das Geld zur freien Verfügung der Gesellschaft steht. Naja, ich würde sagen, also warten musste, wenn irgendwie
Gläubigerschutzinteressen beeinträchtigt werden, aber es gibt ja sogenannte Differenzhaftung. Das heißt, die Gesellschafter müssen dann ab dem Zeitpunkt der Eintragung, falls der Stammkapital nicht mehr vorhanden ist, die Differenz ausgleichen. Das heißt, der Stammkapital bleibt so oder so oder wird so oder so aufgestockt werden, wenn eine Differenz besteht. Also Sie sagen, es wird so oder so aufgestockt. Bei Baranlagen gibt es eine Differenzhaftung? Wenn das Geld jetzt weniger wert ist, Inflation kommt, wenn der Geschäftsführer beraubt wird vielleicht. Es gibt nur eine, also nach Eintragung eine Unterfinanzhaftung, also wenn von dem Geld wieder was ausgegeben wurde. Ja, was passiert, wenn der Geschäftsführer bestohlen wird? Stellen Sie sich vor, das Geld wirklich unter das Kopfkissen gelegt und es kommt der Einbrecher und sagt, toll, 25.000 Euro nehme ich mit. Die 25.000 Euro sind weg. Und jetzt? Ja? Ja, das kann ja eigentlich keinen Einfluss darauf haben, weil ich meine, die 25.000 müssen bei Eintragung vorhanden sein. Und wie die jetzt vorher weggekommen sind, das ist den Gläubigern ja eigentlich egal. Aha, also Sie sagen, wie es weggekommen ist, ist den Gläubigern egal. Und das heißt, die Gesellschafter müssen dann nochmal 25.000 in neu nachzahlen. Ja, sie können sich wahrscheinlich vielleicht über den Schadenersatz im Inverhältnis vom Geschäftsführer wiederholen, wenn er sich vernünftig irgendwie wartet, wenn er seine Haustür offen stehen lassen oder sowas. Was würden Sie denn sagen, wenn das Geld am Tag nach der Eintragung gestohlen wird? Also es wird eingetragen. Der hat das Geld immer noch unter dem Kopfkissen liegen und dann wird einen Tag später gestohlen. Dann Haftung? Was passiert denn dann? Geld ist weg. Und dann? Wer trägt das Risiko? Die Gesellschafter, der Geschäftsführer, die Welt, das Registergericht. Einer muss es ja tragen. Ja? Also ich hätte gesagt, jetzt nach Eintragung die Gesellschaft an sich, weil ab dem Moment besteht sie als juristische Person. Ja. Das Kapital ist ja Vermögen der Gesellschaft. Okay. Also die Gesellschaft an sich, gut, und was passiert dann? Jetzt hat die Gesellschaft kein Geld mehr. Und dann? Was hat das für eine Folge? Ja? Insolvenzantragspflicht. Ist das so? Wann müssen die Insolvenzantrag stellen? Sie sagen das jetzt mal so. Wenn die Insolvenz vom Gegeben ist. Ja, welche gibt es da? Überschuldung beispielsweise. Ja, wann sind sie überschuldet? Ja? Wenn man einmal, wenn die Vermögensbestandteile, die aktiven Vermögensbestandteile geringer sind als die Verbindlichkeit und Fortführungsunternehmens nicht wahrscheinlich ist. Ja. Also, Sie müssen mehr Passiver als Aktiver haben und es muss eine negative Fortführungsprognose gefällt werden. Wie sieht das hier aus? Haben Sie mehr Schulden als Vermögen? Wie viele Schulden haben Sie? Ist das so? Sie behaupten das jetzt mal so. Die sind als passiver zu bilanzieren. Was ist denn, wenn die 25.000 nicht da sind? Sind sie dann immer überschuldet? Also die 25.000, die dürfen jederzeit unterschritten werden. Das darf man nicht, also das sind keine Passiver. Das sind schon Passiver. Das ist nämlich ein Teil des Eigenkapitals. Das ist der Witz dabei. Die werden passiviert, aber als Unterposten zum Eigenkapital, nämlich das gezeichnete Kapital. Aber wenn das Eigenkapital auf Null schrumpft, gibt es halt keinen Teilbetrag mehr, der das Stammkapital abdeckt. Das heißt, Sie haben links eine Null und rechts eine Null. Also, Sie haben bei den Passiva eine Null, rechts und bei den Aktiva eine Null, links. Und haben Sie dann mehr Schulden als Vermögen? Nein, Sie sind nicht insolvent. Sie werden erst dann insolvent, wenn Sie überhaupt irgendeine Schuld haben. Also in dem Moment, wo Sie irgendwelche Schulden machen, werden Sie in der Sekunde insolvent. Aber vorher sind Sie völlig neutral. Zusammengefasst,
Die Gesellschafter müssen nichts mehr nachzahlen. Paragraph 13 Absatz 3, die Gesellschafter haben keine Pflicht, auch nur einen Cent nachzuschießen. Der Geschäftsführer ist möglicherweise dran, wenn er das Geld nicht sachgemäß aufbewahrt hat nach 43, dann muss er halt das Geld wieder reinbringen, aber sonst ist er auch raus. Und jetzt kommt die Testfrage, kann es eine Rolle spielen, ob er es einen Tag vorher oder einen Tag nachher verliert, das Geld, oder es ihm gestohlen wird, für die Haftung der Gesellschafter? Denn anders als in Ihrem Grundfall, wo Sie gesagt haben, wenn alle zugestimmt haben, hat Ihnen keiner gesagt, bitte leg das Geld doch so hin, dass der Dieb es findet. Eine Zustimmung gab es gar nicht. Die Gesellschafter haben dem nur das Geld gegeben, weil sie es mussten. Denn der Geschäftsführer muss versichern, dass er das Geld zur freien Verfügung hat. Das hat er auch gehabt, bis zu dem Moment, wo es ihm gestohlen worden ist. Ich sehe, die Verwirrung ist groß. Aus welcher Norm hat denn der BGH ursprünglich diese Unterbilanzhaftung hergeleitet? Fangen wir damit mal an. Das habe ich Ihnen ganz am Ende letzten Stunde erzählt. Ja? Ja, Paragraph 9. Was sagt denn Paragraph 9? Worauf kommt es da an? Ja? Das ist eine eingebrachte Sache, da im Einführungszeitpunkt nicht wertartig ist oder nicht vollständig wertartig ist, dann dort Nachschusspflicht besteht. Ja, in der Tat, dass eine Nachschusspflicht besteht, wenn die in dem Zeitpunkt der Anmeldung nicht vollwertig war. Haben wir diesen Fall hier? Nein. Haben wir den BGH-Grundfall? Auch nicht. In Bezug auf welchen Punkt wendet der BGH das denn analog an? Oder welche Voraussetzungen musste der BGH sozusagen hier verändern, damit die Norm vom Gedanken her zumindest irgendwie in die richtige Richtung geht? Also in welchen Punkten divergiert die Unterbilanzhaftung des BGH von der Differenzhaftung des Paragraphen 9? Das ist ja relativ offensichtlich. Das klingt offensichtlich. Also zunächst mal gilt Paragraph 9 ja für Sacheinlagen und hier geht es um Bareinlagen. Das ist der erste Unterschied. Was ist der zweite Unterschied? 9 stellt ab auf den Zeitpunkt der Anmeldung und die Rechtsprechung stellt ab auf den Zeitpunkt der Eintragung. Ansonsten, warum wenden die Norm überhaupt analog an, fragen sich, wenn sie eh alles ändern? Weil Paragraph 9 eine Innenhaftung begründet und diese Innenhaftung primär den Gesellschafter selber trifft. Aber wenn er nicht zahlen kann, alle anderen anteilig. Das heißt, jeder Gesellschafter muss so viel nachschießen, wie da weggefallen ist, wenn derjenige selber es nicht erbringen kann. Was sagen Sie jetzt für unseren Fall, das Geld ist gestohlen worden? Der BGH würde sagen, auch in diesem Fall liegt das Geld nicht vor. Allerdings ist vorrangig zu versuchen, das Geld beim Geschäftsführer aufzutreiben, der es halt schuld ist. Und nur wenn dieser Anspruch nicht vollwertig ist, weil der Geschäftsführer kein Geld hat,
oder weil er nicht besteht, darf auf die Gesellschafter zurückgegriffen werden. Das heißt, in der Bilanz wäre dann einzustellen ein Posten Haftung des Geschäftsführers 25.000 Euro, soweit er in der vollen Höhe Vermögen hat. Und das wäre vorrangig einzuziehen, bevor man die Gesellschafter in Anspruch nehmen kann. Zurück zu unserer Frage. Warum gibt es ein Bedürfnis einer besonderen Haftung im Gründungsstadium vor Eintragung? Was sagen Sie dazu? Warum kann man da nicht die allgemeinen Regeln anwenden? Jetzt sagen Sie, weil es in § 11 Absatz 1 drinsteht, aber da haben wir gerade gesehen, als solche, die Rechtsfähigkeit ist es nämlich nicht. Die VorGmbH kann Grundstücke erwerben, sie kann andere Gesellschaften kaufen, die hat gar kein Problem, rechtsfähig zu sein. Es ist auch nicht der 35, der sagt, sie wird vertreten durch ihren Geschäftsführer. Auch das ist der Fall. Und was ist dann das eigentliche Problem mit der VorGmbH? Warum sagen wir nicht dann auch, wir wenden den § 13 Absatz 3 an, wenn wir eh schon fast alles andere anwenden? Oder anders gefragt, wonach entscheiden wir, welche Regelungen wir anwenden und welche Regelungen wir nicht anwenden? Das scheint ja irgendwie willkürlich zu sein. Der BGH begründet seine Innenhaftung ja auch gerade damit, dass er sagt, bei einer GmbH erwartet keiner, dass einem die Gesellschafter haften. Deshalb sagt der BGH, muss eine Innenhaftung sein und keine Außenhaftung. Deshalb habe ich keine Ansprüche gegen die Gesellschafter direkt als Gläubiger. Also warum brauchen wir da gerade eine besondere Haftung? Was hat die VorGmbH nicht, was die richtige GmbH hat? Die Rechtsfähigkeit ist es nicht. Die Vertretung ist es auch nicht. Was hat die denn nicht? Warum brauchen wir da eine Innenhaftung? Sagen Sie nicht, die hat kein Vermögen. Vermögen muss sie auch haben, das habe ich eben schon gesagt. 8 Absatz 2 GmbH-Gesetz, der Geschäftsführer sagt, er hat die Einlagen bereits erhalten. Das muss der sagen, bei der Anmeldung, nicht erst bei der Eintragung. Also was ist der Unterschied? Warum gibt es § 11 Absatz 2, warum gibt es diese Innenhaftung, warum macht der Gesetzgeber das? Und warum macht die Rechtsprechung das? Ja? Vielleicht zum Schutz des Rechtsverkehrs, weil sonst kann der, weil nach der Eintragung kann ja der Rechtsverkehr einfach ins Handelsregister gucken. Dass die Ebene eingetragen ist und dass deswegen auch die Haftung beschränkt ist. Vorher besteht das eben nicht. Okay, Sie sagen, also der Rechtsverkehr kann hinterher im Register nachgucken, steht dann drin, GmbH, Haftung beschränkt, damit ist der Rechtsverkehr geschützt. Ist das wirklich das Entscheidende? Was würde der Rechtsverkehr sagen, wenn das Ding als GmbH auftritt, würde er im Register nachgucken? Im Regelfall? Nö. Was macht der Rechtsverkehr also, wenn er sieht GmbH? Stellt sich darauf ein, dass die Haftung beschränkt ist. Da guckt er nicht im Register für nach. Aber die Idee mit dem Register ist gar nicht dumm. Welchen Vorteil hat denn das Register? Warum machen wir es überhaupt mit der Eintragung? Können wir auch sein lassen. In den USA können Sie nicht nachgucken, welche Gesellschaften es gibt. Da gibt es keine offenen Register. Da ist irgendwo beim Finanzamt ein Register, aber es nützt Ihnen nichts, das sehen Sie nicht. So wie eine Gewerbeauskunft. Also warum haben wir hier dieses tolle offene Register? Wem nützt das was? Warum hat der Rechtsverkehr etwas von diesem Register? Ja? Verschiedene andere Sachen, zum Beispiel, wenn ich gleich vertreten darf, wer Jurist ist. Ja, in der Tat, es steht drin, wer die Gesellschaft vertreten darf. Denken Sie mal viel einfacher.
Warum ist die Gesellschaft denn nicht im Register? Warum steht die Gesellschaft noch nicht im Register drin? Warum steht nicht einfach jede Gesellschaft rein? Du kannst auch selber reinschreiben, wie ein Gästebuch. Ja, weil die staatliche Prüfung noch nicht stattgefunden hat, ob die Mindestanforderungen bei der GmbH gewesen sind oder nicht. Der Staat führt eine Qualitätskontrolle durch. Er stellt sicher, dass alle, die im Register stehen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und das sind nicht nur die 25.000, es ist zum Beispiel auch, dass der Geschäftsführer kein Betrüger ist, weil dann ist er disqualifiziert. Das prüft der Staat alles nach, bevor das einträgt. Das heißt, die GmbH, die im Register steht, hat eine Qualitätssicherung durchlaufen und erst diese GmbH kann Ihnen Vertrauen sozusagen entgegenbringen. Und zweitens müssen die GmbHs ja auch ihre Jahresabschlüsse offenlegen. Das heißt, Sie können von jeder GmbH gucken, welche Gewinne und Verluste Sie im vergangenen Jahr gemacht haben. Das heißt, Sie können unter unternehmensregister.de nachsehen, wie es der GmbH steht. Das heißt, Sie haben mehr Grundlage, um Ihren Erfolg einzuschätzen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Gesellschaft nicht geprüft. Eine ungeprüfte Gesellschaft auf den Verkehr loszulassen, wagt der Staat aber nicht, weil man sagt, da fehlt es dann an der Sicherheit und deshalb haften dann die Handelnden persönlich und zusätzlich die Gesellschaft am Innenverhältnis nach der Eintragung. Damit die Eintragung auch was wert ist, müssen die das Geld dann nachschießen. Denn der Registerrichter kann nicht prüfen, was passiert nach der Anmeldung, weil er sieht nur den Zeitpunkt der Anmeldung. Alles, was zwischen Anmeldung und Eintragung geschieht, ist für den unsichtbar. Deshalb Nachschusspflicht erst nach Eintragung. Und wenn die Eintragung scheitert, dann Verlustdeckung auf Null, damit das Ganze aus dem Rechtsverkehr wieder ausscheiden kann. So. Kommen wir zum heutigen Thema Gläubigerschutz. Bis 2008 war der Gläubigerschutz sehr kompliziert. Sie sehen, oben steht das Stammkapital als heiliges Dach über dem Gebäude. Links stehen gesetzliche Regelungen. Und die gesetzlichen Regelungen, da werden Sie staunen, die gibt es zum Teil schon gar nicht mehr. Nämlich 32a, 32b GmbH-Gesetz, nicht INSO, und Recht steht bei Rechtsprechung 30 folgende GmbH-Gesetz analog. Worum ging es da? Die Rechtsprechung hat gesagt, wir müssen immer gucken, was ein vernünftiger Gesellschafter tun würde. Wenn ein vernünftiger Gesellschafter seiner Gesellschaft Kapital geben würde, wird fingiert, dass auch ein Darlehen oder ein Leihvertrag eine Einlagengewähr ist. Es wird also umgewidmet, Fremdkapital in Eigenkapital. Das fand der Gesetzgeber auch gut und hat dafür eigene Regeln geschaffen. Heutzutage ist das Ganze etwas einfacher. Die Rechtsprechung hat nur noch einen Balken, das sehen Sie rechts, die sogenannte Existenzvernichtungshaftung. Der Gesetzgeber hat sich auch einfacher gemacht. Er hat allerdings die mittlere Säule hier, dieses zweite Haus von links, deutlich breiter gemacht und da hat er jetzt alle Regelungen ins Insolvenzrecht verschoben. Das heißt, das ist kein GmbH-Recht mehr, wo es um die Frage geht, was mit den Gesellschafterdarlehen ist. Geblieben ist § 3031, die Hauptstütze des Dachs, nämlich 3031, die sagen, ich darf das Stammkapital nicht an die Gesellschafter zurückgewähren. Wenn ich sage Stammkapital, habe ich das hier toll illustriert. Es gibt das Gesellschaftsvermögen und innerhalb des Gesellschaftsvermögens gibt es das Eigenkapital. Der Rest ist das Fremdkapital, wie Sie außen drumherum sehen. Und innerhalb des Fremdkapitals, des Eigenkapitals, gibt es dann das Stammkapital und die Rücklagen. Rücklagen, die dadurch entstehen, entweder dass Gewinne erwirtschaftet worden sind und nicht ausgeschüttet worden sind, oder Rücklagen, die dadurch entstanden sind, dass Geld übrig ist. Das Stammkapital wiederum ist zerteilt in die sogenannten Stammeinlagen und die Stammeinlagen sind die Anteile, die einzelnen Gesellschafter am Stammkapital haben. Das heißt, bei 4 Gesellschaften kriegt jeder ein Viertel oder entsprechend nach der Quote, wenn einer nur 10% hat, hat er halt ein Zehntel und der andere 90%. In der UG haftungsbeschränkt
ist nun dieser innere Kreis, den wir eben gesehen haben, hier wo Stammkapital steht, kleiner. Dafür ist dieses Rechteck draußen rum, wo steht Rücklagen, dieses dunkelgraue, größer. Ja? Das heißt, es gibt einen Mindestanteil an Rücklagen, der jedes Jahr erhöht wird. Das ist deshalb bemerkenswert, weil sich die Höhe der Beteiligung nicht an den Rücklagen bemisst, sondern ausschließlich an den Einlagen auf das Stammkapital. Wenn Sie also auf einen Anteil, der einen Nennbetrag von 5 Euro hat, 100 Euro einzahlen, haben Sie nicht etwa Anteile im Wert von 100 Euro, sondern nur eine 5 Euro Beteiligung an der GmbH erworben. Die gesetzliche Rücklage ist unbegrenzt. Das verstehen 99% der Weltbevölkerung nicht. Wenn Sie also ein Viertel zurücklegen und es kommt noch ein Viertel dazu und es kommt noch ein Viertel dazu und es kommt noch ein Viertel dazu, dann kann dieser Betrag bis unendlich gehen. Es gibt keine Obergrenze bei 25.000, wo Sie dann keine Rücklage mehr bilden müssten. Dieser Betrag kann bis 10 Milliarden und noch höher werden. Der Grund dahinter ist, der Gesetzgeber will Sie dazu zwingen, Ihr Stammkapital zu erhöhen, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, Stammkapital ist mehr wert als gesetzliche Rücklage und erst dann, wenn Sie Ihr Stammkapital erhöhen auf 25.000, können Sie die Rücklage ausschütten. Ansonsten gilt die Rücklage ausschließlich als Vermögen der Gläubiger. Das heißt, es ist ähnlich wie beim Stammkapital. Sie dürfen es den Gesellschaftern nicht ausschütten, sondern Sie dürfen es nur für Verluste aufwenden. Also wenn Sie 10 Millionen Verlust gemacht haben, können Sie aus Ihrer Rücklage in Höhe von 1 Milliarde 10 Millionen auszahlen. Die Rücklage ist auch nicht gemeint wie ein Bankkonto, dass Sie sagen, das ist jetzt gesperrt, da komme ich nicht mehr dran, sondern die Rücklage taucht nur in der Bilanz auf und wird jedes Jahr wieder aufgelöst. Nachdem der Posten gebildet worden ist, stellt man fest, aha, ist genug Geld da und dann wird es wieder aufgelöst. Das heißt, Sie haben da jedes Jahr einen reinen Rechenposten. Was finden wir so toll am Stammkapital? Das sage ich Ihnen immer wieder. Man sagt, es soll Seriosität gewährleisten. Wer 25.000 in die Hand nimmt, der gilt als vertrauenswürdig. Außerdem ist es eine Selbstbeteiligung. Wer 25.000 investiert, der will nicht nur mit seinem guten Namen haften, sondern auch mit seinem Geld. Das heißt, er hat Interesse daran, dass nicht allzu viel schiefläuft. Und es wird als Verlustpuffer verwendet. Das heißt, 25.000 Verluste kann eine Gesellschaft schon mal machen, ohne dass sie ein Darlehen aufnehmen muss. Das heißt, eine Art Startkapital. Das Stammkapital, haben wir schon gesehen, steht in der Satzung, § 3 Nummer 3 in Verbindung mit 5. Das Stammkapital taucht auch auf in der Bilanz, aber eben nur als Unterposten des Eigenkapitals, also nicht als eigener Negativposten, weil sonst wäre es doppelt gemoppelt. Und es hat vor allen Dingen zur Folge, dass ich es nicht ausschütten darf nach § 30. Auf Geschäftsbriefen darf ich das Stammkapital anbieten. Wenn ich irgendwelche Angaben zum Kapital mache, dann muss ich auch immer das Stammkapital nennen. Es war immer diskutiert, ob es sinnvoll ist, das für jede Gesellschaft anzugeben, weil das vielleicht so eine Art Vergleichbarkeit gewährleistet. Wenn Sie wissen, Ihr Friseur hat ein Stammkapital von 100.000 Euro, ist er vielleicht seriöser als ein Friseur, der nur ein Stammkapital von 25.000 hat. Aber das hat sich nicht durchgesetzt, weil nämlich das Stammkapital natürlich weg sein kann. Es sagt nur aus, dass die Gesellschafter erst dann Geld kriegen, wenn diese Summe überschritten wird. Es sagt nicht aus, dass die Geschäftsführer kein Gehalt kriegen dürfen. Es sagt nicht aus, dass die Angestellten kein Geld kriegen. Es sagt einfach nur aus, die Gesellschafter kriegen eine Dividende erst, wenn der Betrag überschritten ist. Ja, Bareinlagen heißt alles, was Cash ist. Das können Sie sich so vorstellen. Wenn Sie einen 10 Euro Nennbetrag haben, können Sie auch nur 5 Euro einzahlen. Das hatten wir schon. Sie können aber auch für einen 10 Euro Nennbetrag 50 Euro einzahlen, dann ist 40 Euro das Agio und diese 40 Euro sind dann auch im Gesellschaftsvermögen.
Der Unterschied zur Aktiengesellschaft ist, Sie können diese 40 Euro jederzeit wieder rauskriegen. Also aus den 40 Euro kann man eine Dividende bilden und die ausschütten an die Gesellschafter. Die 40 Euro gehören der Gesellschaft nicht endgültig. Das ist der entscheidende Unterschied zum Aktienrecht. Sacheinlagen sind alles, was keine Bareinlagen sind, hatten wir schon. Und Voraussetzung ist, dass der wirtschaftliche Wert feststellbar ist. Wir sagen in Deutschland, das gilt nicht für Dienstleistungen. Andere Staaten sehen das anders. Das ist aber eine Bewertungsfrage. Wie viel ist es wert, wenn Sie einen professionellen Bodybuilder einstellen und der sagt, ich trainiere Ihre Kunden im Fitnessstudio Einlagen ein Jahr lang kostenlos? Hat das einen bilanziellen Wert? Und da sagen die Deutschen nein, aber die Amerikaner sagen klar, wenn Sie sagen, Arnold Schwarzenegger gründet mit Ihnen ein Restaurant, dann ist das ein Asset, allein dass der Schwarzenegger ab und zu mal da steht und Hände schüttelt. Wir Deutschen sagen nein. Ich betone es nochmal. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, 8 Absatz 2, das Geld muss endgültig zur freien Verfügung des Geschäftsführers stehen. Nur dann darf er die Anmeldung beantragen. Dazu genügt es, dass das Geld in seinem Machtbereich ist, das heißt, er muss zugreifen können und es darf nicht wieder zurückgeflossen sein, also kein Hin- und Herzahlen, indem er was gekauft hat von Gesellschafter oder was Ähnliches. Es setzt weiterhin voraus, dass die Gesellschafter was von hat. Dazu genügt es zum Beispiel, wenn ein Konto in den roten Zahlen ist und die Schulden so ausgerichtet werden, dass es wieder auf Null kommt. Also wenn die Gesellschaft ein Konto hat, wo minus 10.000 drauf sind und sie zahlen 10.000 drauf, dann ist das Konto auf Null, dann haben sie ihre Einlage erbracht. Die Gesellschaft hat nämlich einen echten Vermögenszuwachs, in dem ihre Schulden getilgt worden sind. Das ist also eine zulässige Möglichkeit zur Kapitalaufbringung. Sie können auch der Gesellschaft vorher einen Gegenstand geliehen haben und jetzt sagen, du darfst ihn endgültig behalten. Dann ändert sich von außen auch nichts, Sie brauchen keine weitere Übergabe, nur 29 Satz 2 BGB, sondern es wird einfach nur gesagt, ab sofort bist du Eigentümer, auch dann hat die Gesellschaft eine Einlage bekommen. Beide Konstellationen spielen praktisch eine Rolle bei der Kapitalerhöhung, denn bei der ersten Kapitalaufbringung kann sie eigentlich keine Schulden haben, die sie tilgen, und sie kann auch keine Gegenstände haben, die sie benutzt, weil die Gesellschaft es noch gar nicht gibt, die entsteht ja gerade erst. Ja, ich habe Ihnen nochmal hier das mit der gesetzlichen Rücklage in der UG-Haftungsbeschränkt illustriert. Sie sehen hier, die Stammeinlage bleibt immer gleich. Die bleibt deshalb immer gleich, weil das Stammkapital nur durch Stammkapitalerhöhung oder Ähnliches sich ändern kann. Das heißt, der Betrag, der da steht, bleibt immer gleich. Die gesetzliche Rücklage steigt dagegen jedes Jahr. Der Grund dafür ist, wenn die Gesellschaft genug Geld hat, dann muss die Gesellschaft davon ein Viertel auf die Kapitalrücklage draufzahlen. Das heißt, wenn da vorher 5.000 drin waren und Sie machen 1 Million Gewinn, ist es nicht etwa 25% von 1 Million, sondern es ist 5.000 plus 25% von der Million und im nächsten Jahr 5.000 plus 250.000 plus 25% von dem, was da gemacht worden ist und so weiter. Daher sehen Sie, dass die gesetzliche Rücklage immer steigt. Was nicht zwingend steigen muss, ist der Gewinnanteil, der an die Gesellschafter fließt. An die Gesellschafter fließen darf alles, was sozusagen über dem blauen Bereich ist, und zwar über dem blauen Bereich des Vorjahres. Das heißt, Sie können da durchaus abschneiden und dann kriegt das an die Gesellschafter raus. Der blaue Bereich ist dagegen geschützt. Das heißt, es ist auch da wie eine Staumauer. Die Staumauer setzt sich zusammen aus Stammkapital plus gesetzlicher Rücklage. Das heißt, beides aufeinander gestapelt, bildet die Obergrenze. Mehr dürfen Sie nicht ausschütten. Das haben wir auch schon gehabt. Man kann diese ganze Sache relativ leicht umgehen. Nämlich, Sie zahlen an die Gesellschaft, die in Rechtsnamen, wo die Fabrik ist, Ihre Einlage in Höhe von 50.000 Euro und die Gesellschaft gewährt Ihnen dann
ein Darlehen in Höhe von 50.000. Dann haben Sie das Geld zurück und können sich freuen. Sie können es auch anders machen. Sie können ein Auto haben. Dann bringen Sie Ihre Einlage und die Gesellschaft kauft von Ihnen Ihr Auto für 50.000. Das Auto war aber vielleicht nur 500 Euro wert. Dann haben Sie auch Ihr Geld zurück und die GmbH hat ein Auto. Diese Probleme hat der Gesetzgeber auch erkannt und hat sie geregelt in § 19 GmbH-Gesetz. 19 GmbH-Gesetz, der Ihnen nämlich sagt, falscher Absatz, ist eine Geldeinlage eines Gesellschafters bei wirtschaftlicher Betrachtung und aufgrund einer im Zusammenhang mit der Übernahme getroffenen Abrede vollständig oder teilweise als Sacheinlage zu bewerten, so befreit es den Gesellschafter nicht von seiner Einlagenverpflichtung. Jedoch sind Verträge über die Sacheinlage und die Rechtshandlung für ihre Ausführung nicht unwirksam. Ja, Sie sind schon verwirrt. Sie erinnern sich an dieses Bild eben mit dem Auto. Mit dem Auto. Nein, das war das falsche Bild. Wo ist das Bild mit dem Auto? Da ist das Bild mit dem Auto. Die Regelung sagt, der Vertrag 433 in Bezug aufs Auto ist wirksam. Kein Verstoß gegen 134 BGB. Zweitens, die Übereignung des Autos nach 929 Satz 1 BGB ist auch wirksam. Die Kaufpreiszahlung für das Auto, wie auch immer sie erfolgt, durch Überweisung oder bar, ist auch wirksam. Ergebnis ist also, die GmbH ist Eigentümerin des Autos und Sie haben das Geld. Aber, sagt § 9 Absatz 3, die Einlagezahlung ist unwirksam. Das heißt, es wird so getan, als hätten Sie nie einen Cent eingezahlt. Ja? Also Sie haben einen Kaufvertrag geschlossen, das ist alles okay. Sie haben übereignet, ist auch alles okay. Sie haben Geld bekommen, ist auch alles okay. Aber Sie haben nie Ihre Einlage geleistet. Das ist bisher noch einfach, das können wir noch verstehen. Aber das Gesetz hat noch eine zweite komische Regelung, nämlich, wenn Sie hier weiter gucken, das ist es nicht, auf die fortbestehende Geldeinlagepflicht wird der Wert des Vermögensgegenstandes im Zeitpunkt der Anmeldung der Gesellschaft oder im Zeitpunkt seiner Überlassung an die Gesellschaft, als er später erfolgt, angerechnet. Das bedeutet, es wird geguckt, wie viel war das Auto wert in dem Zeitpunkt, als die Gesellschaft ins Register eingetragen wurde. Oder wenn Sie das Auto erst später übergeben haben, wie viel war das Auto im Zeitpunkt der Übergabe wert? War das Auto zu dem Zeitpunkt so viel wert, wie Sie da einen Kaufpreis für bekommen haben und wie Sie als Einlage erbracht haben, müssen Sie nicht nochmal zahlen. Das heißt, der Anspruch gegen Sie wird einfach durch Verrechnung getilgt. Sie müssen also keine Aufrechnung erklären oder irgendwas, das ist direkt von vornherein weg. Allerdings, Satz 5, wie viel das Auto wert ist oder wert gewesen ist, müssen Sie beweisen. Das ist recht unproblematisch, wenn das kurzfristig ist. Wenn also die Sache rauskommt, 3 Monate nachdem Sie das Auto übergeben und übereignet haben, dann können Sie noch beweisen, wie viel das Auto damals wert ist. Wenn das aber nach 5 Jahren passiert oder nach 10 Jahren passiert, dann haben Sie ein gewisses Problem, denn versuchen Sie mal zu beweisen, wie viel ein Auto, was jetzt noch vorhanden ist, vor 10 Jahren wert ist. Oder im schlimmsten Fall, wie viel das Auto wert war, bevor es verschrottet worden ist, vor 3 Jahren. Und diesen Beweis können Sie nicht führen. Das heißt, im Zweifel muss man dann den vollen Preis nachzahlen. Also müssen Sie die volle Einlage nochmal neu erbringen. Klar der Sinn dieser Regelung. Jetzt kommt die Testfrage, was hat der Gesetzgeber sich denn dabei gedacht? Denn, was Sie natürlich noch nicht wissen können, die Rechtsprechung hat es vorher anders gemacht. Die Rechtsprechung hat es vorher so gehandhabt, dass sie gesagt hat, der Kaufvertrag über das Auto und die Übereignung sind nichtig.
Das war die alte Rechtsprechung. Das heißt, man hatte dann zwei Konzessionen. Ihre Einlagepflicht war nicht erfüllt, aber sie haben geleistet an die GmbH ein Auto ohne Rechtsgrund, also kriegen sie ihr altes Auto zurück und müssen die Einlage nochmal neu erbringen. Die jetzige Regelung sagt, die GmbH behält das Auto, ist sogar wirksam Eigentümerin des Autos geworden, aber sie haben eine Anrechnungsmöglichkeit auf ihre Einlage, soweit sie beweisen können, wie viel das Auto damals im Zeitpunkt der Übereignung wert war. Warum hat der Gesetzgeber das nicht so geregelt wie die Rechtsprechung früher? Ja? Vielleicht ist die Gesellschaft ja auf diese Sacheinlage ganz besonders angewiesen, wenn es sich, muss sich ja nicht um Auto handeln, wenn es zum Beispiel um ein Patent geht oder eben eine Erfindung oder sowas. Ja, okay. Möglicherweise ist die Gesellschaft darauf angewiesen. In der Tat, das Problem, was der Gesetzgeber gesehen hat, ist, die meisten Leute, die eine GmbH gründen, gehen nicht zum Anwalt, sondern die gehen zum Steuerberater. Und der Steuerberater belehrt die Leute sehr unvollständig. Der sagt denen, ja, ja, dann können sie ihr Auto verkaufen und alles okay, machen sie einfach mal. Dann gehen die zum Notar. Der Notar liest denen die Satzung vor und sagt, ja, sie müssen jetzt 50.000 einzahlen. Oder 25.000 oder 10.000 oder was auch immer die als Einlage vereinbart haben. Das machen die auch brav und dann gehen die völlig naiv davon aus, dass man mit diesem Geld machen kann, was man will und kaufen dann von diesem Geld Autos, Patente, alles Mögliche, was sie kriegen können und zwar von den Gesellschaftern selber. Dann waren die gutgläubig und nach 6 Jahren fährt das Ganze vor die Wand, die Gesellschaft wird insolvent und dann kommt der böse Insolvenzverwalter, der nämlich immer endlich Jurist ist, und sagt, hört mal, was ihr damals vor 6 Jahren gemacht habt, war alles illegal, ist alles nichtig nach 134 BGB und ja, ihr habt einen Anspruch auf Herausgabe des Pkw, der ist aber nichts mehr wert, auch einen Nutzungsherausgabeanspruch habt ihr für die Nutzung des Pkw, aber das ist alles eine Insolvenzforderung mit einer Quote von 1%. Wir haben aber gegen dich einen Anspruch auf Zahlung der Einlage, damals 50.000 Euro, versprochen ist versprochen, jetzt zahl mal 50.000 und du kriegst zurück 1% der Nutzung, die der Pkw gebracht hat und wenn der Pkw zerstört ist, 1% des Wertes des Pkw. Mehr gibt es nicht. Und Sie sehen, das ist im Grunde doppelt zahlen, nämlich einmal zahlt er in Form des Pkw und einmal zahlt er dann nochmal die Einlage. Und das fand die Rechtsprechung gut, weil die sagt, das zwingt die Leute dazu, sich an die Pflichten zu halten. Das ist streng, hart, aber fair. Der Gesetzgeber hat gesagt, die ganzen Unternehmensgründer sind alles naive Leute und die Steuerberater beraten nicht richtig und dafür können wir keinen bestrafen. Und deshalb muss das angerechnet werden können. Der Sinn des Ganzen ist es, die Unternehmensgründer zu schützen. Der andere Fall ist ein Absatz weiter geregelt, das sogenannte Hin- und Herzahlen. Was ist damit gemeint? Schritt 1 ist, man vereinbart, meine Einlage kriege ich wieder zurück als Darlehen. Warum machen Sie das? Weil Sie sagen, die GmbH braucht gar keine 25.000 Euro. Die GmbH vertreibt Computersoftware und die angestellten Programmierer machen das alles auf ihren eigenen Maschinen. Die braucht keine Geräte, die braucht keine Mitarbeiter, die machen alle auf Profitbasis, die braucht eigentlich gar kein Geld. Dann zahlen Sie die 25.000 ein und lassen sich die 25.000 Euro am nächsten Tag wieder zurückgewähren. Mit der Absprache, auf Wunsch zahle ich sie jederzeit zurück. Auf Wunsch kriegst du das Geld sofort wieder.
Dann sagt uns, wenn Sie mal den Paragraphen 19 sich angucken, das GmbH-Gesetz, eine solche miese Absprache ist zulässig. Die ist nicht verboten. 19 Absatz 5 ist vor der Einlage eine Leistung an den Gesellschafter vereinbart worden, die wirtschaftlich einer Rückzahlung entspricht und die keine verdeckte Sacheinlage ist, so befreit dies den Gesellschafter von seiner Einlageverpflichtung nur dann, wenn die Leistung durch einen vollwertigen Rückgewähranspruch gedeckt ist, der jederzeit fällig ist oder durch fristlose Kündigung fällig werden kann. Praktisch bedeutet das, wenn Sie reich sind, können Sie eine GmbH gründen. Sie zeigen einmal den Geldkoffer vor und sagen, ich habe 25.000 Euro, machen den Geldkoffer wieder zu, nehmen das Geld wieder mit und die Sache ist erledigt, denn Sie haben dann einen Darlehensvertrag, der sofort kündbar ist und die GmbH kann von Ihnen 25.000 fordern, wenn es soweit ist. Die GmbH selber hat ein Vermögen von exakt null, bilanziell hat sie aber einen Anspruch in Höhe von 25.000 auf der Aktivseite und damit ist sie durchaus vermögend, ohne Cash, ohne liquide Mittel. So, dieser Paragraph 19 enthält noch einige andere interessante Sachen, nämlich den Absatz 2. Der Absatz 2 sagt, man kann eine Einlageforderung nicht erlassen. Das ist ziemlich offensichtlich, wenn der Geschäftsführer sagt, ach komm, du brauchst nicht zu bezahlen, dass sie das nicht von der Leistungspflicht befreit, sollte irgendwie intuitiv sein. Satz 2 sagt aber, gegen den Anspruch der Gesellschaft ist die Aufrechnung nur zulässig mit einer Forderung aus der Überlassung von Vermögensgegenständen, deren Anrechnung als Sacheinlage vereinbart worden ist. Können Sie sich denken, was da gemeint ist? Warum kann ich nicht aufrechnen mit einer Kaufpreisforderung oder überhaupt mit irgendwelchen Sachen, der Darlehensforderung? Warum muss ich da diese Formalia einer Sacheinlage erbringen, wenn ich auch nur aufrechnen will? Ich schulde der GmbH 50.000 und ich sage, ach komm GmbH, du schuldest mir noch 50.000 Kaufpreis, Aufrechnung. Das wäre eine verdeckte Sacheinlage nur ohne Zahlung. Also, das muss auch verändert werden. Ja, in der Tat, der Sinn ist, der 19 Absatz 4 regelt den Fall, dass ich Abrede treffe, einzahle, dann wieder zurückzahle. Der 19 Absatz 2 regelt den Fall, dass ich erst den Kaufvertrag schließe, dann möglicherweise erfülle und dann statt zu zahlen, sage, ach, wir machen eine Einlage und ich sage, dann rechne ich auf. Für diesen Fall haben wir den 19 Absatz 2 Satz 2, der sagt, dann muss ich auch ausdrücklich reinschreiben, ich habe mein Auto als Sacheinlage reingebracht. Wenn ich das offenlege, ist es okay. Wenn ich es nicht offenlege, ist die Aufrechnung nicht zulässig. Die Hausaufgabe für nächste Woche, können Sie sich mal merken, ist herauszufinden, wie verhält sich 19 Absatz 2 Satz 2 zu 19 Absatz 4, den wir eben hatten. Also zu der Regelung der verdeckten Sacheinlage. So. Ein letzter Punkt, 19 Absatz 6, eine ganz lustige Regelung, die sagt, der Anspruch auf Einlageerbringung verjährt in 10 Jahren. Das heißt, wenn Sie 10 Jahre durchhalten und dann die Gesellschaft von Ihnen die Einlage noch haben will, können Sie sagen, nicht durchsetzbar, ist verjährt. Der Haken ist der Satz 2, wird das Insolvenzverfahren eröffnet, so tritt die Verjährung nicht vor Ablauf von 6 Monaten ab dem Zeitpunkt der Eröffnung ein. Das ist eine Ablaufhemmung, die soll verhindern, dass der Insolvenzverwalter da nicht drankommt. Das heißt, gegen den Insolvenzverwalter nützt Ihnen die ganze Sache nichts, die nützt Ihnen nur was gegen den Geschäftsführer. Das hatten wir schon. So. Dann haben wir den Punkt Kapitalerhaltung. Kapitalerhaltung ist ganz einfach. Es geht um die Frage,
Wenn Sie eine GmbH haben, die Sie 2014 gegründet haben, mit einem Vermögen von 50.000, die inzwischen 100.000 hat, von denen aber 20.000 Kredit sind, wie viel dürfen Sie an die Gesellschafter ausschütten? Im Aktienrecht ist die Sache sehr hart geregelt. Sie dürfen den Jahresüberschuss ausschütten. Das heißt, was im laufenden Jahr erwirtschaftet worden ist. Im GmbH-Gesetz haben wir eine einfachere Regelung, nämlich Paragraph 30. Und Paragraph 30 sagt Ihnen, wir haben eine Staumauer. Und diese Staumauer sieht so aus, dass Sie hier stehen als Gesellschafter und hier das Vermögen der Gesellschaft ist und das Vermögen der Gesellschaft von Ihnen getrennt ist durch eine Mauer. Sehr toll, ne? Sehen Sie die Mauer und das Wasser dahinter. Sobald das Wasser höher ist als die Mauer, schwappt es rüber, das heißt, Sie kommen dran. Wenn es niedriger ist, schwappt es nicht rüber, Sie kommen nicht dran. Der Sinn dieser Regelung ist, dass Sie nur an das Vermögen kommen, was momentan nicht im Gläubigerschutz dient. Der BGH hat diese Regelung allerdings ursprünglich sehr weit ausgelegt und hat gesagt, das gilt so lange, wie nicht entsprechende liquide Mittel in der Gesellschaft sind. Das heißt, die Gesellschaft muss Bargeld oder Sachgegenstände haben, die entsprechenden Wert haben. Ein Anspruch gegen den Gesellschafter ist aber immer weniger wert als eine bloße Position. Dazu dieses Beispiel. Die AGmbH ist eine 100%ige Tochter der BAG. Das Vermögen der AGmbH beträgt 150.000 Euro. Der Geschäftsführer A der Tochter gibt der Muttergesellschaft ein Darlehen von 100.000 Euro aus Mitteln der Gesellschaft. Liegt hierin ein Verstoß gegen Kapitalerhaltung, weil Geld besser ist als eine bloße Forderung. Ja? Also anders ausgedrückt, es ist besser, Geld in der Hand zu haben als eine bloße Forderung. Und was sagt Ihnen nun das Gesetz dazu, wenn Sie § 30 Absatz 1 sich ansehen? Genau für diesen Fall. Absatz 1. Da steht im Satz 2, wenn das Aufkommen eines Gewinnerfirmens oder Vertrags gemacht wurde, ist es gültig, oder wenn ein körperlicher Rücksatz gültig ist, gegen den Konzernrat besteht ja eine. Ja. Frage: Warum ist das bei einem Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrag so, dass da immer gesagt wird, ja, da kann man ruhig das Geld an die Mutter auszahlen? Ja? Die Mutter muss Ende des Jahres ohnehin den Jahresverlust ausgleichen, 302 Aktiengesetz. Aber was denn, wenn die Mutter pleite ist? Sie haben ja eben vorgelesen, da steht drin, entweder die Mutter ist Partei eines Gewinnabführungs- oder Beherrschungsvertrages oder das Ganze ist ein vollwertiger Gegenleistungsanspruch. Was ist, wenn die Mutter sozusagen gar nicht genug Geld hat? Wenn die Mutter Geld braucht, weil sie halt arm ist? Gilt das dann auch? Nach dem Gesetzeswortlaut? Absatz 1, Satz 2. Was ist denn, wenn die Mutter kein Geld hat? Die Konzernmutter. Und genau deshalb die Tochter sozusagen um ein Darlehen bittet, damit sie wieder liquide wird. Darf dann der Geschäftsführer der Tochter der Mutter ein Darlehen gewähren oder verstößt er damit gegen § 30? Das würde ihn ja schon interessieren. Weil er möglicherweise dafür haftet, wenn er das Geld der Mutter gibt.
Also nochmal, die Mutter hat momentan 50.000 Euro, aber sie hat ein Verlustgeschäft und weiß nicht, ob sie vielleicht nächstes Jahr 200.000 Minus hat. Der Geschäftsführer der Tochter wird gebeten, der Mutter mal eben 100.000 als Darlehen zu geben. Und er fragt sich, sollte ich das tun? Ja, darf er alle Weisungen erfüllen, wenn die Mutter sagt, er schießt bitte den Konkurrenten oder mach ein Kartell oder kipp den Giftmüll in den Rhein? Er darf nur rechtmäßige Weisungen befolgen. Also ist die Frage, ist die Weisung rechtmäßig? Sie wäre nicht rechtmäßig, wenn sie gegen eine gesetzliche Norm verstößt. Frage ist, verstößt sie gegen § 30 Absatz 1 Satz 1? Ja. In der zweiten Variante von Satz 2 steht ja, dass es sich um einen vollwertigen Gegenleistungsanspruch handeln muss. Und wenn die Muttergesellschaft selber nicht zahlungsfähig ist, könnte man ja eine Vollwertigkeit des Rückzahlungsanspruchs scheitern. Ja, das steht in der zweiten Variante drin. Aber was wenn ein Beherrschungsvertrag besteht, das heißt, wir sind in der ersten Variante drin. Wir können ja einen Unternehmensvertrag machen und dann haben Sie eine Konzerntochter. Und dann steht im Gesetz nicht mehr mit Vollwertigkeit. Was machen Sie dann? Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag. Wir haben einen Beherrschungsvertrag, der sagt, der Geschäftsführer muss die Weisung der Mutter befolgen. Und nun? Die Mutter hat kein Geld. Der Geschäftsführer gibt der Mutter Geld, was die Mutter im Casino verspielt. Was nun? Darf er das oder darf er es nicht? Dürfen Sie einer verschuldeten Mutter Geld zahlen, um es ganz deutlich zu machen? Die Mutter hat minus 50.000 und Sie geben ihr ein Darlehen von 150.000, von 100.000. Dürfen Sie oder dürfen Sie nicht? Kriegen Sie das Geld zurück? Wenn die minus 50.000 jetzt auf dem Konto hat, Sie zahlen ihr 100.000, kriegen Sie die 100.000 wieder zurück? Nein, was passiert nämlich, wenn Sie sagen, ich will 100.000 zurück? Wie viel kriegen Sie maximal zurück? Ja, die Insolvenzquote, das heißt, Sie kriegen irgendwie einen Rest. Und jetzt haben wir das praktische Problem, wäre es schlau, der Mutter in diesem Fall ein Darlehen zu gewähren? Nein. Frage, die wir uns stellen müssen, ist, darf ich das? Wenn ich es darf, muss ich es, weil ich muss Weisungen befolgen, die rechtmäßig sind. Ich darf Weisungen nicht befolgen, wenn sie rechtswidrig sind. Also unsere Frage lautet, ist die Weisung rechtmäßig oder ist sie rechtswidrig? Ja. Ja. Das heißt, nach dem Wortlaut sage ich erstmal, das ist rechtmäßig. Ja. Und wenn ich jetzt nach Sinn und Zweck gehe, an das Stammkapital kommen die meine Gläubiger doch eh nur dann ran, wenn ich selber meine Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann. Ist das so? Das kann er machen, ja. Das würde aber immer gehen. Also das kann nicht das Kriterium sein. Insolvenzanfechtung kann ich immer betreiben, wenn keine kongruente Deckung besteht, dann ist es halt eh blöd. Also das nützt mir nichts. Vor allen Dingen Insolvenzanfechtung würde auch hier nichts nützen, weil er kann zwar anfechten, aber dann wird die Mutter sagen, wunderbar, danke, dass du angefochten hast, nimm's dir, ist nichts mehr da. Also auch die Insolvenzanfechtung bringt uns nicht dazu, dass das Geld zurückfließt. Das löst halt eine Lawine aus, die ins Nichts endet. Tja. Also, was meinen Sie? Was hat der Gesetzgeber sich dabei gedacht? Er hat sich dabei gedacht, Konzernmütter gehen eh nie pleite. Wer Konzernmutter ist, hat immer Geld.
und deshalb brauche ich das da nicht reinzuschreiben. Aber es ist völlig selbstverständlich, das Stammkapital muss bilanziell erhalten bleiben. Die Norm soll eine bilanzielle Betrachtung machen. Was würden Sie als Mensch, der ein bisschen Ahnung von Bilanzrecht hat, sagen, wenn Sie wissen, Sie haben einen Schuldner, der nicht voll zahlungsfähig ist, sondern ihm nur einen Teil zurückzahlen kann? Was machen Sie dann in der Bilanz? Was schreiben Sie dann da rein? Sagen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Geld zurückkriegen, liegt bei 50%. Was steht dann in Ihrer Bilanz? Hoffentlich 100.000. Die Chance ist 50%. Was schreiben Sie unter Aktiva? Ja, Sie diskontieren das um die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es nicht zurückkriegen. Das heißt, 50% würden Sie nur ansetzen. Da Sie aber dann sozusagen ein bilanzielles Defizit einfahren würden, würden Sie unter Stammkapital fallen und deshalb dürfen Sie das nicht machen. Anders ausgedrückt, der 30 Absatz 1 Satz 2 soll nur sagen, Sie dürfen Zahlungen ausschließlich tätigen, wenn Sie bilanziell neutral sind, wenn Sie ein Aktivtausch sind. Tausche 10.000 Euro Barvermögen gegen 10.000 Euro Forderung. Das ist neutral, wenn ich die 10.000 Euro zurückkriege. Wenn die 10.000 Euro nicht vollwertig sind, darf ich das nicht machen. Ich darf Geld nur ausschütten, solange mein Anspruch auf Verlustausgleich vollwertig ist. Das heißt, das Vollwertigkeitskriterium gilt für beide. Der Unterschied ist nur, bei der Konzernkonstellation kommt es auf die konkrete Auszahlung nicht an, weil die ja am Jahresende den gesamten Verlust ausgleichen müssen. Das heißt, es kommt auf die einzelne Zahlung auch nicht mehr an, es kommt auf die Gesamtsumme an. Sobald die nicht mehr zahlungsfähig sind, darf ich kein Geld mehr an die Mutter zahlen, sondern muss im Gegenteil hingehen und mir ein Geld zurückfordern. Trotz Beherrschungsvertrag. So, das machen wir aber dann nächste Woche weiter. Und dann lesen Sie bitte auch das Skript zu dieser Vorlesung. Das habe ich nicht hochgeladen, weil ich es so lustig finde. Das sollten Sie vorher auch lesen, und zwar das Kapitel zur Finanzverfassung. Dafür hatten Sie immerhin jetzt 3 Wochen Zeit. Da geht es auch ein bisschen schneller vielleicht, und ich muss hier keine Monologe halten. So, wir sehen uns dann nächste Woche.